Der Mudrocker ist ein neues Mitglied in der Rocker-Familie. Hier haben wir den Mudrocker Front. Zu Beginn lest euch die Bedienungsanleitung durch und schaut euch das Zubehör an. Für die Befestigung habt ihr mehrere Optionen. Habt ihr eine Federgabel mit Gewindebohrung, so ist die Verwendung des Adapters möglich. Alternativ könnt ihr Klettstraps verwenden oder aber auch Kabelbinder. Ebenfalls im Zubehör befindet sich Rahmenschutzfolie und Moosgummi für die Kontaktstellen sowie passendes Werkzeug. In der Bedienungsanleitung könnt ihr nun nachlesen, wie eure Gabel mit der Adapterplatte zusammenpasst. Voraussetzung ist eine werkseitige Gewindebohrung. Alternativ könnt ihr dann, wie schon gesagt, auch Kabelbinder oder Klettstraps verwenden. In der Bedienungsanleitung seht ihr auch, wie ihr die Rahmenschutzfolie und das Moosgummi verwendet. Ich zeige euch nun einmal exemplarisch, wie der Klettstrap für die Gabelbrücke befestigt wird. Welche Öffnung ihr genau braucht, können wir erst später sehen, denn das ist rahmenabhängig. Die Verwendung des Adapters ist auch ganz einfach. Aber auch hier gilt, dass wir die richtige Öffnung erst sehen, wenn wir den Radschutz angepasst haben an unsere Federgabel. Der Adapter wird dann mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Die Bohrungen dafür sind bereits im Adapter. Dies ist mein Demo-Bike mit einer Fox-Federgabel. Wir passen nun den Mudrocker Front einmal an. Er wird später so an der Gabel befestigt. Vorher allerdings kleben wir an den Mudrocker Front das Moosgummi für die Kontaktstellen zum Tauchrohr. Die Klettstraps für die Tauchrohre werden von innen eingefädelt, sodass die Kunststofföse nur am Radschutz und andererseits die gummierte Seite am Tauchrohr anliegt. Nun schauen wir, welche Öffnung wir für den dritten kürzeren Klettstrap brauchen. Dafür schiebe ich den Mudrocker Front unter die Gabel und befestige die Klettstraps locker an den Tauchrohren. Bei der Ausrichtung des Radschutzes achte ich auf einen gleichmäßigen Abstand von mindestens 15 mm zum Reifen. Nun kann ich erkennen, welche Öffnung ich für den dritten Klettstrap benötige. Diesen kann ich nun einfädeln und auch schon festziehen. Hier gilt natürlich auch, dass die gummierte Seite an der Gabelbrücke anliegt. Alle drei Kontaktstellen klebe ich nun noch mit Rahmenschutzfolie ab. Wie verwende ich nun die Adapterplatte als Alternative zu den Klettstraps oder den Kabelbindern? Habt ihr eine Federgabel mit Gewindebohrung, so ist die Verwendung des Adapters möglich. Achtet aber darauf, dass dies sehr individuell ist. An meiner Fox könnt ihr die Gewindebohrung gut erkennen. Ich weiß nun, welche Öffnung in der Adapterplatte ich brauche und auch welche Schrauben ich benutzen muss. Bei der Anpassung sehe ich nun, welche Öffnung im Mudrocker Front ich nutze. Ich stecke nun den Adapter auf und schraube ihn mit den selbstschneidenden Schrauben fest. Am besten haltet ihr den Adapter von unten etwas mit dem Daumen gegen, damit ihr für das Festschrauben Druck aufbauen könnt. Nun schraube ich noch den Mudrocker Front an meiner Gabel fest. Achtet auch hier auf einen gleichmäßigen Abstand von mindestens 15 mm zum Reifen. Die Öffnungen in der Adapterplatte lassen dafür genug Spielraum.